Ja, servus, grüß euch, liebe Elden Ring-Freunde, zu diesem neuen Boss-Guide-Video. Heute geht es um den knallharten Doppelboss, den Apostel und den Adeligen der Götterskalpe. Das ist ein Dungeon-Boss und einige haben da riesengroße Probleme damit. Das ist Gott sei Dank kein richtiger Doppelboss, sondern die kommen eigentlich hintereinander. Beide sind aber richtig stark. Ich habe die ganzen analysiert und habe für euch eine absolut 100% safe Taktik rausgefunden, wie ihr ohne Probleme besiegen könnt und wie wir da wirklich, wirklich fette Belohnung erhalten können. Auf der Karte ist das Ganze da oben im Schneegebiet. Ne? Wir sehen es, das vierte Gebiet praktisch. Und da haben wir die Höhle des Geisterrufers. Wichtig ist, wir müssen da mit einem Steinschwertschlüssel diesen Weg erst öffnen. Dann spüren wir die Katakomben, also dann spüren wir praktisch das Level. Und am Schluss kommt dieser wirklich harte Doppelboss. Was ist zu beachten? Ihr braucht unbedingt ein Schild, was 100%igen Schaden blockt. Und ansonsten habe ich eine Taktik rausgefunden, wie gesagt, die was euch zu 100% den Sieg sichert. Ich würde sagen, schauen wir uns den ganzen Kampf jetzt einmal an. Wir gehen rein und das ist der erste von den zwei, dick und doof praktisch. Und da sehen wir schon unseren Angriff. Wir wollen von den zwei, dass sie mit den Kugeln schießen. Wir dodgen durch, ein Stich, Schild nach oben und nach hinten gehen. Willkommen bei der Taktik, Leute. Problem, beide haben eine zweite Phase. Durchdodgen, ein Stich, Schild nach oben, nach hinten gehen. Erste Phase ist somit überhaupt kein Problem. Bei der zweiten müssen wir ein bisschen umdenken, aber da werden wir alles ganz easy schaffen. Wir halten ihn auf Abstand. Wir wollen diesen Wurf da praktisch herausfordern. Gott sei Dank spammen die das sehr, sehr oft. Also das ist wirklich sehr, sehr schnell erledigt. Da ist mal länger nichts. So, durchdodgen, ein Stich, Schild nach oben und zurück. Und gleich nochmal dasselbe. Ihr seht, er kommt nicht durch unser 100%iges Schild durch. Da kann er nur so viel hauen. Und wir halten immer diesen Abstand circa. Ja, also die kommen ja öfter, die zwei Bosse. Die sind richtig harte Typen. Und ihr seht, er hat so in dieser Phase überhaupt keine Chance. Und er spammt dies so oft, also zack. So, jetzt kommt zweite Phase. Da müssen wir umdenken. Da müssen wir umdenken. Er macht den langen Hals. Wir dodgen durch. Ein Schlag, zwei Schläge. Und wir gehen nach hinten. Er macht den langen Schlag. Okay, jetzt habe ich ausgewichen. Wenn er diesen macht, diesen Doppelschlag, ne, dann gehen wir praktisch nach hinten und wir warten wieder auf den Ball von ihm. So, wir dodgen durch den Drehwirbel durch. Zwei Schläge, absolut guter Schaden. Und das ist eigentlich, das ist die Taktik gegen den da. Er macht den Hals, den langen, wir gehen zurück. Er macht den zweiten Hieb und wir haben genug Abstand. Easy, der Schneeball kommt. Der Stich kommt und er hat es gleich geschafft, der Typ. Gleich werden wir ihn in die Jagdrunde schicken. Wir dodgen durch den Wirbel durch und jetzt war es mit ihm wunderschön. So, jetzt gehen wir ganz nach hinten. Warum? Denn jetzt kommt der fette Typ und da haben wir immer einen Schlag frei. Ich weiß nicht warum. Der erscheint da, wir ducken uns und der fette. Wir ducken uns, ja, wir ducken uns. Der fette wartet da und wir rüsten uns jetzt den Axt-Talisman aus, damit wir mit aufgeladenen Angriffen mehr Schaden machen. Diesen freien Schlag lassen wir uns einfach nicht nehmen. Und zack, 2500 Schaden. Der Typ ist ein bisschen kompliziert, aber auch nicht recht. Wichtig ist bei ihm, wenn er zur Seite hüpft, macht er immer seinen Schneeball, also seine Kugel, was er schickt praktisch, wenn er so zur Seite hüpft. Und Achtung, Achtung! Das ist ein bisschen anders vom Timing her. Der lässt sich ein bisschen mehr Zeit, bis dass er die Kugel wegschießt. Das müsst ihr reinbekommen, aber ganz, ganz easy. Er hüpft zur Seite und er spammt die Kugel. Wir dodgen durch. Ein Stich, sofort das Schild hoch, weil sein Schwert macht böse Aua. Und mit unserem Schild, er kommt nicht durch. Na, keine Chance. Ich liebe das Bollwerkschild, muss ich sagen. Für mich das beste Großschild bis jetzt. Er hüpft zur Seite und er spammt die Kugel. Bisschen verzögert als der andere. Und ihr seht, ich riskiere jetzt ein bisschen Schaden.
weil das hat sich ausgezahlt. So, jetzt wird es eine fette Wampen ausfahren. Wir müssen da reinrollen. Ja, ihr werdet getroffen, weil ich getrunken habe. Aber wenn er auf euch zugerollt kommt, rollen wir in ihm hinein und wir nehmen keinen Schaden. So, der Megastich und ihr seht, keine Chance hat er, dass er durchkommt. Zack, zack, zack. Das ist alles egal. Wir haben ein hundertprozentiges Schild. Wir wollen die Kugel sehen von ihm. Also nicht so fette Wampen, sondern die Kugel tatsächlich. Er hüpft zur Seite. Wir wissen, die Kugel kommt. Zack. So, jetzt hüpft er in die Höhe und jetzt zu ihm dodgen. Richtig zu ihm dodgen. Uns passiert nichts, außer dass er uns mit der fetten Wampen ein bisschen weghaut. Aber das macht nichts. Wir haben Zeit zu heilen. Da gehen wir natürlich nicht Zubi. Und die Belohnung ist ja grandios, wir bekommen auch so einen schwarzen Nebel, Black Flame praktisch, und einen super Talisman. Ihr seht, er sticht, er hat keine Chance, außer mit seinem wunderschönen Bäuchlein, das uns ein bisschen wegstoßt. Aber wie gesagt, diese Methode ist absolut hundertprozentig sicher und ihr werdet keine Probleme haben mit den zwei. So, jetzt verkacke ich es ein bisschen. Da rolle ich auch noch richtig, aber... Irgendwann mache ich einen Fehler, oder? Ja. Na, okay, das hat gepasst. Okay, jetzt habe ich mal was anderes gemacht. Okay, er macht seinen Hieb. Jetzt macht er wieder seinen seitlichen Schritt. Zack, und wir haben ihn bald. Seitlicher Schritt. Also ihr seht, leichter geht's gar nicht. Und die machen so viele Probleme. Also ich finde, wenn man so macht, hat man da absolut leichtes Spiel. Wunderschöne Taktik, also wir werden die ganz easy wegklatschen. Aber ich glaube, ich baue nochmal richtig scheiße. Irgendwas passiert jetzt noch. Ja, jetzt genau. Da rolle ich richtig. Und da auch noch. Und jetzt hat er mich erwischt. Einfach zu früh. Und da habe ich auch, da war ich zu greedy. Egal, er ist down. Wir haben es besiegt. Ganz, ganz easy. Ich hoffe, das Ganze hilft euch. Wir schauen uns natürlich jetzt nur die Belohnung an. Die ist grandios. Genau, die Schnecke müssen wir auch noch besiegen. Erst wenn die besiegt ist, ist der Boss weg. Zack, zack, zack. Und jetzt erhalten wir unsere wunderbare Belohnung. Und die ist wirklich fett, Leute. Zum einen Talisman Tuch der Götterkalpe. Götterskalpe. Schauen wir uns natürlich gleich an. Und Ritual der schwarzen Flamme. Also so eine Art Black Flame Pyro. Da haben wir das Ritual der schwarzen Flamme. Beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammensäulen um den Zaubernden herum. Durch Aufladen erhöht sich die Größe. Wunderbar. Und den Talisman besteht aus aufeinanderfolgende Angriffe regenerieren Lebenspunkte. Na, das ist ziemlich interessant. Ich glaube, den werde ich mal benutzen. Also wenn man... Ja, ich verstehe das, wenn man hintereinander angreift, regeneriert sich das Leben. Ja, Leute, das war's. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn es mir ein Abo da lasst. Es kommt natürlich weiterhin viel zu Elden Ring. In diesem Sinne, wunderschönen Tag, euer Jack FromSoft.